Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topform, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Ein krankes Herz ist ein lebensbedrohliches Problem und nicht selten muss operiert werden. Am häufigsten sind Bypass-Operationen, das Ersetzen von Herzklappen und auch Operationen wegen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Weil so viele Leute herzkrank sind und auch operiert werden müssen, haben wir für sie herausfinden, was es denn Neues in der Herzchirurgie gibt. Und präsentieren Ihnen heute drei Forschungsprojekte. Zuerst geht es um neue Herzklappen. Am Artwork Center der Universität Bern arbeiten Forscherinnen und Forscher an neuen Lösungen für einen Herzklappenersatz, der ganz speziell auf den Patienten zugeschnitten ist. Heutzutage funktioniert Herzklappentherapie, Herzklappenersatz eigentlich relativ gut und zuverlässig. Aber jede Herzklappe hat ihre Probleme. Einerseits ist das eine limitierte Lebensdauer von Herzklappen. Herzklappen gehen kaputt. Vielleicht nach 10, 20 Jahren müssen die wieder ersetzt werden. Oder es ist auch die fehlende Biokompatibilität von Herzklappen. Also viele Herzklappen neigen dazu, dass sich Thromben bilden, wo nachher entweder die Funktion der Herzklappe beeinträchtigt oder sogar zu einem Hirnschlag führt. Und wir werden jetzt natürlich einerseits eine Herzklappe entwickeln, die ewig hat und gleichzeitig vollständig biokompatibel ist, keine Thrombe bildet. Viele dieser Probleme hängen mit dem Strömungsfeld rund um die Herzklappe zusammen. Deshalb untersucht das Forscherteam das Verhalten des Blutflusses sowohl bei herkömmlichen als auch neu entwickelten Herzklappen. Wir tun die in einen sogenannten Flow Loop rein. Ein Flow Loop simuliert eigentlich Strömung, wie sie zum Herz auskommt. Dort wird gepumpt und dann kommt Flüssigkeit aus. Das ist durchsichtig, aber es verhält sich wie Blut. Die Klappen öffnen und schließen sich. Wir haben vorne dran eine Hochgeschwindigkeitskamera, wo wir das Öffnen und Schließen ganz präzise können messen. Zur Untersuchung des gesamten Strömungsfeldes rund um die Herzklappe dient ein hier entwickeltes, lasergestütztes Messverfahren. Mit Hilfe fluoreszierender Partikel ermittelt es die Fließgeschwindigkeiten und gibt Auskunft, wo das Blut hohen Kräften ausgesetzt ist oder gar verklumpen kann. Also ich kann hier mal zwei neuartige Herzklappen zeigen, die wir bei unserem Labor teilweise entwickelt und untersuchen, zusammen mit Industriepartnern, häufig aus der Schweiz selber. Wir haben hier eine Klappe, das ist vor allem das Design geändert, also die Formgebung, um letztendlich Thrombenbildung zu vermeiden. Das ist eine, die sehr gut funktioniert in der Testphase. Hier ist eine, die wir vor allem an den Materialien geschaffen haben. Das sind neue Materialien, das ist eine Biozellulose, die wir hier im Labor züchten und sie dann nach unserem besten Wissen richtig einbauen. Da geht es überhaupt mal darum, zu sehen, funktioniert das überhaupt? Ist das eine gute Idee? Ich kann Ihnen sagen, die hält ungefähr eine Stunde und dann geht sie kaputt. Das ist schon deutlich besser als noch vor einem halben Jahr. Dort hat sie nämlich nach zwei Pulsschlägen ist sie verrissen. Also hier arbeiten wir ganz, ganz frisch dran. Und da wird es sicher noch Jahre dauern, bis wir mal zu einem Produkt kommen oder zu einem Design kommen, wo man sagen kann, das könnte ein Produkt werden, das dann in die Klinik übergeht, das dann in Zukunft den Chirurgen mal einsetzen wird. Die Forscher die arbeiten also daran, neue Herzklappen zu finden, damit Überlebenschancen noch besser sind. Und bei mir im Studio sind der Professor Thierry Garel und der Professor Dominik Obrist. Herr Obrist, Sie haben gerade gesagt, die letzte Herzklappe die hat nur gerade eine Stunde. Warum? Wir arbeiten mit einem neuen Material, das wir noch nie so getestet haben. Da gehen die Sachen einfach kaputt. Das ist das typisch an so einem Forschungsprojekt, wo man halt sich langsam an eine gute Lösung muss antasten. Wie lange geht es denn, bis Sie können an Patienten mit einer, so einer neuen Herzklappe? Nebst der Dauerhaftigkeit, nebst dem, dass sie mehrere hundert Millionen Zyklen haben,
müssen wir noch viele andere Sachen austesten. Das ist ein langer, langer Prozess, der geht mindestens 5 Jahre, vielleicht sogar noch ein paar Jahre länger. Mhm. Herr Garrel, was sind denn die häufigsten Probleme bei Herzklappen? Es gibt einerseits angeborene Herzklappenerkrankungen und bei den Erwachsenen vor allem altersbedingte Abnutzungserscheinungen. Die Klappen sind immer in Bewegung, während einem Leben 1, 2, 2,5 Milliarden Mal auf und zu gehen. Mhm. Die haben einen Haufen zu tun. Können Sie zeigen uns noch, wo die Herzklappen sind, die am meisten Probleme machen? Wir sehen hier auf das offene Herz. Und es gibt eine rechte und eine linke Kammer. Die linke Kammer ist die, die auf Hochdruck schafft, im Körper pumpt. Und typischerweise sind die Herzklappen der linken Kammer diejenigen, die sich am häufigsten abnutzen. Eingangsventil, Mitralklappe oder der Ausgangsventil, die Aortenklappe. Mhm. Und wie lange heben denn die heutigen Herzklappen? Man muss unterscheiden. Es gibt Carbonklappen, genannt als mechanische Prothese. Die heben grundsätzlich lebenslänglich, brauchen aber Blutverdünnung mit all den möglichen Komplikationen, die das beinhaltet. Und auf der anderen Seite hat man für die älteren Menschen oder für die, die keine Blutverdünnung vertragen, biologische Klappen aus tierischem Material, wo typischerweise nach 10 bis 20 Jahren auch sich abnutzen können und somit auch nicht unendlich heben. Man muss wieder ersetzen. Jetzt, Sie suchen auch nach der Möglichkeit, ganz individuelle Klappen zu kreieren. Wie machen Sie das? Sie haben uns das Modell mitgebracht. Ganz genau. Wir sehen hier ein Modell von einer Aorta von einem Patienten. Man hat das zuerst mit einem bildgebenden Verfahren aufgenommen. Wir haben es mit einem Drucker, 3D gedruckt. Man kann anhand dieser Orte jetzt speziell für den Patienten herausfinden, welche Art Herzklappe am besten passt. Ich habe jetzt hier eine herkömmliche mechanische Herzklappe mitgebracht. Die wird etwa an dieser Stelle hier unten eingesetzt. Mhm. Und wir könnten bei unserem Labor vor der Operation genau untersuchen, wie das Blut durch die Klappe strömt, wo könnte die Blutgrinsel entstehen, welche Position, welche Größe, welche Klappentyp optimal für den Patienten passt. Also wie ein Massanzug ganz genau abgestimmt. Ganz genau. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Problem. Es gibt nämlich in der Schweiz etwa 150'000 Menschen, die ein schwaches Herz haben. Ideal wäre es natürlich, wenn man jetzt die Pumpfunktion des Herzens unterstützen könnte. Und daran schafft ein Forscherteam aus Neuchâtel. Ein äußerst ambitioniertes Projekt zur Herstellung von künstlichen Muskeln ist vor wenigen Wochen gestartet worden. Dank einer Spende von 12 Millionen Franken der Werner-Siemens-Stiftung kann die ETH Lausanne in Zusammenarbeit mit der Universität Bern mit der Entwicklung eines nicht-invasiven Unterstützungssystems für Patienten mit Herzschwäche beginnen. Laut Projektleiter Yves Perriard gilt es dabei, zwei Hauptprobleme zu überwinden. Seit 20 Jahren arbeite ich mit Herzpumpen und wir haben immer wichtiges Problem, zwei Probleme. Erstens Blutzellen, wir müssen diese Blutzellen schützen, nicht schädigen. Und zweitens, wir müssen im Herzkammer gehen, um diese Pumpe zu positionieren. Das Projekt zielt deshalb darauf hin, dass zur Verbesserung der Pumpleistung nicht mehr im Innern des Herzens operiert werden muss und somit Probleme wie Blutungen oder Thrombosen weitgehend vermieden werden können. Das mantelartige Unterstützungssystem besteht aus mehreren um die Hauptschlagader gelegten Ringen, die sich über elektrische Impulse ausdehnen und wieder zusammenziehen und so das Blut vorwärts treiben. Diese Impulse müssen von einer Batterie außerhalb des Körpers an das künstliche Muskelsystem übermittelt werden. Wir müssen eine Spule implantieren, ja. Eine Spule muss drin sein, eine andere außen und dann die Energie wird zwischen diese zwei Spulen übertragen werden. Wir kennen auch das mit Handy. Mit Handy, wir haben auch eine elektromagnetische Welle und das ist das Gleiche. Die Frequenz ist nicht das Gleiche, aber das ist das gleiche Prinzip. An ersten Prototypen wird das Verhalten des Materials
auf elektrische Impulse untersucht. Gearbeitet wird mit sogenannten elektroaktiven Kunststoffen. Diese biokompatiblen Materialien können für lange Zeit im Körper verbleiben, ohne eine Abwehrreaktion hervorzurufen. Sie bieten zudem viele Vorteile für die Systementwicklung, da ihre Flexibilität und ihr mechanisches Verhalten demjenigen menschlicher Muskeln sehr ähnlich sind. Noch steht man hier erst ganz am Anfang. In 4 Jahren werden die Forscher wissen, wie es um die Machbarkeit dieser neuen Technologie bestellt sein wird. Herr Obrist, habe ich jetzt das recht verstanden? Es gibt also so Ring quasi, wo elektrisch die Pumpfunktion übernehmen. Was macht denn das Herz? Das Herz arbeitet genau gleich weiter. Mhm. Die Ringe, die entlasten das Herz. Jedes Mal, wenn die zusammendrücken, wird ein bisschen Blut vorher transportiert. Das heisst, das Herz, das kranke Herz, muss weniger stark arbeiten. Mhm. Und man gibt ihm so die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Und dann, die sind angeschlossen an eine Batterie und die müssen wir dann wahrscheinlich von Zeit zu Zeit wieder auswechseln? Die Batterie muss regelmäßig geladen werden, mhm. Jawohl. Herr Carrel, wie wird denn heute Herzschwäche therapiert? Für die grosse Mehrheit der Patienten gibt es sehr viele Medikamente, die auch in den letzten 20 Jahren sehr viel potenter geworden sind. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Patienten mit wirklich ausgeschöpfter medikamentöser Behandlung, die in Frage kommen für ein Herzersatzverfahren, Transplantation, oder für ein Herzunterstützungsverfahren. Das sind die künstlichen Kammern, wo man im Körper kann, neben dem Herz quasi einpflanzen, als mechanische Unterstützung. Mhm. Und für die wären die Ringe eine Option? Für gewisse Patienten möglicherweise gerade in der Zwischengruppe, bevor sie so schlecht werden, dass sie nur noch für eine Verpflanzung oder für ein ganz kräftiges Unterstützungssystem in Frage kämpfen, mhm. wäre natürlich der Platz für so ein System, wo nicht vorbeugend, aber etwas früher könnte eingepflanzt werden, ideal, weil es nicht so ein invasives Verfahren ist im Herz drin oder in Kontakt mit dem Blutsystem. Das wäre also ein großer Fortschritt. Könnte man auch die Herzmuskeln stimulieren, sodass sie neu wachsen? Kann man sich das vorstellen? Ja, auch dort wird ganz intensiv daran geforscht. Jetzt nicht in meiner Gruppe, in einer anderen Gruppe der Uni Bern. Die Idee ist, dass man dort über ganz spezielle Botenstoffe die Herzmuskeln stimuliert, dass Zellen nachwachsen. Mhm. Die Idee ist natürlich, dass man die verschiedenen Therapieoptionen geschickt kombiniert. Dass man vielleicht zuerst das Herz entlasten mit einer Pumpe. Und dann der Muskel, der entlastet ist, der nicht mehr so fest arbeiten muss, der hat die Zeit, sich gezielt zu regenerieren. Spannende Forschung macht Sie. Dankeschön, Herr Obrist, dass Sie bei uns waren. Und Herr Carrel, Sie bleiben noch ein bisschen. In der Schweiz gibt es 150 Menschen, die auf ein neues Herz warten. Ein Spender zu finden, ist schwierig. Kritisch ist aber auch, dass ein Herz unversehrt, also ohne Schaden, zum Patienten kommt. Und genau daran wird auch geforscht. Labor für Herz- und Gefäßchirurgie am Inselspital Bern. Das Team um Forschungsleiterin Dr. Sarah Longnus sucht nach neuen Techniken, um die Transplantationsfähigkeit von Spenderherzen zu verbessern. Herzinsuffizienz ist eines der häufigsten Probleme heute in den westlichen Ländern. Und eigentlich im Endstadium ist eine Herztransplantation eigentlich die beste, aber auch die einzige Behandlungsmöglichkeit, die es momentan gibt. Aber das Problem ist, dass auf der Warteliste jedes Jahr Patienten sterben, weil es einfach zu wenig Herzspender gibt. Und hier sehen wir ein Beispiel, dass über die Jahre hinweg bleibt die Anzahl der Transplantationen mehr oder weniger gleich, aber eben die Nummer der Patienten auf der Warteliste steigt jährlich. Um mehr Spenderherzen nutzbar zu machen, könnten zusätzlich zur konventionellen Herzspende nach Hirntod auch Herzen von Spendern verwendet werden, die einen irreversiblen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Ein grosses Problem von diesen Herz ist eben, dass sie über eine gewisse Zeit lang nicht durchblutet werden. Und je länger ein Herz nicht durchblutet wird, desto höher nimmt die Herzfunktion ab und desto grösser ist nachher die Chance, dass der Schaden so hoch ist, dass das Herz nicht mehr funktionsfähig ist und somit nicht transplantiert werden kann.
Aus diesem Grunde wird hier an einem eigens im Labor nachgebauten Blutkreislauf nach Techniken gesucht, um den Schaden am Spenderherzen möglichst gering zu halten. Wir haben hier am Anfang das Herz und die kleinen Tübchen hier, die simulieren die Gefäße. Zum Beispiel das Element simuliert die Lunge. Und der Teil hier, der vom Herz ausgeht, simuliert die Aorta. Wir schauen, wie es dem Herz geht. Aber was wir auch machen können, ist nachher verschiedene Strategien anwenden, für die Herz, die eine schlechte Funktion haben, für eine bessere Funktion zu ermöglichen. Dabei geht es um die Fragen, wie man Durchblutungsschäden nach Herzstillstand limitieren kann oder nach welchen Kriterien ein Herz auf seine Transplantationstauglichkeit zu beurteilen ist. Und mit diesem Perfusionssystem können wir auch verschiedene Parameter messen. Wir sehen hier zum Beispiel die Herzrate oder auch den Druck, der in der Herzkammer erzeugt wird. Und aus diesen zwei Parametern zum Beispiel können wir die Herzfunktion berechnen. Mit ihrer Arbeit erhoffen sich die Forscherinnen, einen Beitrag leisten zu können, um künftig mehr Herztransplantationen zu ermöglichen. Für Patienten, die dringend darauf angewiesen sind. Herr Karel, was ist der Unterschied zwischen Hirntod und Herzkreislauf, Stillstand? Und wie bringt sich hier die Forschung ein? Beim Hirntod ist der Kreislauf grundsätzlich erhalten. Der Patient ist schwer verletzt oder hat eine bösartige Erkrankung, die das Hirn ausschaltet. Aber der Kreislauf ist vorhanden. Beim Kreislaufstillstand geht es um einen akuten Todesfall, wo plötzlich der Kreislauf versagt und keine Durchblutung mehr im Körper und das Herz akut gefährdet ist. Das heisst, bei Herz-Kreislauf-Stillstand wäre das Herz weniger transplantationstauglich? Ja, die Zeitspanne, die Sie haben, um das Herz ohne Schäden zu entnehmen, ist viel, viel kürzer, als wenn Sie es im herkömmlichen Verfahren können schützen, unterkühlen und so weiter. Und wenn jetzt nur ein Herz-Kreislauf-Stillstand da ist und ich das Herz entnehme und der Hirntod noch nicht da ist, geht das überhaupt? Ja, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand weiss man nach etwa 3 bis 5 Minuten einen irreversiblen Hirnschaden vorhanden ist, weil das Hirn ja gar nicht mehr durchblutet ist. Mhm. Dann ist auch eine Zeitspanne notwendig, dass man ja nicht zu früh entnimmt, selbstverständlich. Aber die Funktionstüchtigkeit des Herz ist damit massiv verkürzt. Mhm. Ich habe eine Grafik noch. Wie lange ist ein Herz überhaupt transplantationstauglich? Ja, die Grafik zeigt sehr schön, dass bereits nach 30 Minuten wahrscheinlich erhebliche Schäden vorhanden sind. Und die Forschung sollte versuchen, die Zeitspanne möglichst zu verlängern. Mhm. Und vor allem den Schaden, der entstehen kann, während den ersten 30 Minuten massiv können zu reduzieren. Wie viele Herz haben Sie schon transplantiert? Ich habe jetzt nicht gerechnet auf die Sendung, aber ich bin bald 30 Jahre in dem Geschäft und ich schätze, jedes Jahr bin ich bei 10, 15 Verpflanzungen involviert gewesen, transplantiert oder beim Spender die Entnahme gemacht oder geholfen. Das sind wahrscheinlich etwa 200 Patienten, die ich so betreut habe. Und große Fortschritte erlebt? Technisch gesehen nicht riesige Fortschritte, medikamentös sehr viele, gerade in der Antiabstoßungstherapie. Und vor allem, wir haben heute komplexere Verpflanzungen, weil sehr viele Patienten so lange warten müssen, dass sie ein Kunstherzsystem in der Überbrückungsphase bekommen. Und das macht den Eingriff relativ komplex und auch etwas risikoreicher. Danke schön vielmals, Herr Karel. Merci. Nicht nur in der Herzchirurgie, auch in der Wirbelsäulenchirurgie wird intensiv geforscht. Zum Beispiel schaut man, wie man Rückenoperationen noch individueller planen kann, sodass auch das Langzeitresultat besser wird. Arzt und Forscher im intensiven Gedankenaustausch. Der Balgrist Campus bietet den beiden Spezialisten die ideale Möglichkeit, möglichst praxisnah nach individuellen Behandlungstechniken in der Wirbelsäulenchirurgie zu forschen. Wenn ein Patient an der Wirbelsäule operiert wird, zum Beispiel eine Verstiefungsoperation bekommt, dann kann es sein, dass nicht langfristig Beschwerdefreiheit erreicht wird und mehrere Operationen notwendig werden, im schlimmsten Fall, um Beschwerdefreiheit erreichen, wenn überhaupt.
Auf der anderen Seite, und das ist glücklicherweise häufiger, deutlich häufiger, gibt es Patientinnen und Patienten, wo man eine Operation macht. Und das Problem ist langfristig, vielleicht sogar für immer, gelöst. Wenn was passiert, ist im Moment mehr oder weniger am Zufall überlassen. Es kann niemand wirklich Prognosen stellen und sagen, so wird es kommen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei den heutigen Behandlungstechniken versucht wird, die normale Anatomie wiederherzustellen. Die individuellen Besonderheiten der Patienten fließen somit in die Planung einer Operation zu wenig ein. Es gibt technologisch zunehmend neue Möglichkeiten, Prognosen herzustellen durch Erstellung von Patientenmodellen. Und das ist einer unserer Forschungsschwerpunkte, den Patienten digitalisieren, seine Anatomie, Röntgen, Computer, Tomographie, MRI zu digitalisieren und aus ihm ein Modell zu machen, um voraussagen, was passiert, wenn diese Operation oder eine andere Operation durchgeführt wird, ob diese Operation so oder so durchgeführt wird. Um den Chirurgen bei seinen Vorbereitungen zu unterstützen, eruiert das Labor für orthopädische Biomechanik wichtige Daten über die anatomischen Eigenheiten der Patienten. Die Ausprägung des Bewegungsapparats von unseren Wirbelsäulenpatienten ist sehr unterschiedlich. Wie man sieht, die Krümmung der Wirbelsäule wie auch die Deckenposition variiert sehr stark von Patient zu Patient. Um das Risiko von einer Folgeerkrankung gering zu halten, muss deshalb die anatomische Unterschied in der Planung berücksichtigt werden. Das erfordert, dass wir einen maßgeschneiderten Behandlungsansatz verfolgen und für jeden Patienten die optimale personalisierte Behandlungsstrategie festlegen. Um den Einfluss der Operation auf den Patienten abschätzen zu können, erstellt das Labor eine Animation seines Bewegungsapparates. Das erlaubt uns, Kräfte, die in der Wirbelsäule wirken, vor und nach der Operation zu berechnen und somit dem Chirurgen eine Rückmeldung geben, wie sich ein potenzieller Eingriff auf den Bewegungsapparat des Patienten auswirkt. In diesem Modell sieht man, wie sich die Bandscheibe während der Belastung deformiert. Das erlaubt uns, die Belastung in der Bandscheibe zu visualisieren und dem Chirurgen eine Rückmeldung geben, wie sich die verschiedenen Behandlungsansätze auf den Bewegungsapparat des Patienten auswirken würden. Unser Ziel der Forschung und Entwicklung, im Speziellen durch Nutzung der modernen Technologien, ist die Behandlung der Patienten präziser, voraussehbarer, risikoarmer und schlussendlich auch kosteneffektiver zu gestalten. Heute haben Sie bei uns unter anderem drei Forschungsprojekte aus der Herzchirurgie gesehen. Einmal über neue Herzklappen, auch über ein schwaches Herz und Herztransplantationen. Wenn Sie etwas verpasst haben oder noch mal schauen wollen, kein Problem. Ein Blick auf unsere Webseite reicht. Dort finden Sie nämlich die Sendung. Und jetzt sind wir am Ende dieser Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und Ade miteinander. Pionier bei Operationen am Ungeborenen, Opernsänger Witzbold. Wer ist Professor Martin Meuli? Nächste Woche lernen Sie einen der berühmtesten Schweizer Chirurgen kennen. Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogy, mehr als Labormedizin.